So, wir haben Mittwoch, 9. März 2016. Kamera kurz abgelegt. Und ja. Und zwar, mein Thema heute soll sein, einmal seelischer Zerfall und dann einmal körperlicher Zerfall. Was ist wohl schlimmer? Und ich habe da so, ihr wisst ja, ich habe zu allem Möglichen irgendeine Theorie und ich würde gerne diese Theorie mit euch teilen und dann könnt ihr mir eure Meinung dazu sagen. Und zwar geht es konkret um einen Fall im Freundeskreis, was heißt Freundeskreis? Eher nicht Freundeskreis, aber sagen wir mal Bekanntenkreis. Und zwar gibt es einen jungen Mann, so ungefähr in meinem Alter, der hat wohl in jungen Jahren sehr viel Schulden gemacht, ging wohl um circa 100, 150, 200.000, keine Ahnung, Euro in dem Dreh. Und dadurch, dass er diese Schulden gemacht hat, hat er so einen psychischen Schaden abbekommen, Knacks, beziehungsweise halt seelisch drunter gelitten. Wurde damals von seiner Freundin verlassen und ist total abgestürzt. Und ihr wisst ja, sehr viele Menschen, die sich nicht mit Sport befassen oder keine Sportler sind, rutschen dann in dem Fall komplett ab. Es kann natürlich auch Sportlern passieren, aber ich glaube eher weniger, weil Sportler da immer so Wege finden, sich abzulenken, beziehungsweise, ne? Ist wohl hingegangen, hat auch Koks, Schore konsumiert und hat halt diverse Drogen genommen, über ein ganzes Jahrzehnt auch. Und ihr wisst, dass das Zeug, ne, euch körperlich einfach komplett kaputt macht. Zum Beispiel Zähne komplett schwarz oder ausgefallen. Sehr viele Zähne von dem sind ausgefallen, durchlöchert. Von dem Rest brauchen wir gar nicht reden. Körperlich einfach zerfallen komplett. Jetzt hat er dadurch, dass es ihm so scheiße ging, hat er auch so eine ältere Dame kennengelernt. So, die war schon wohl irgendwie um die 80 oder über 80. Und sie hat ihm wohl zwischendurch mal, was weiß ich, hier 10, 20 Euro gegeben, damit er für sie einkaufen gehen kann, weil sie wohl zu schwach ist und es nicht mehr schafft. Und er hat das wohl über Jahre so gemacht, über ein paar Jahre, und hat immer so, was weiß ich, da hat die Oma dem 10, 20 Euro gegeben, kannst du mir das bitte kaufen? Dann hat die dem noch wohl 10, 15, 20 Euro so Taschengeld gegeben, so ungefähr. Damit er halt am Monatsende über die Runden kommt, wie auch immer, keine Ahnung, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ist irgendwann diese Oma verstorben und diese Oma, also das ist wie gesagt auch wieder Luftkilometer, vielleicht 1, 2 Kilometer von meinem Wohnort, hier Düsseldorf Süd, Düsseldorf Benrath, Odenbach, so die Richtung Garath, Benrath, Odenbach. Und jetzt ist die Oma verstorben, hatte aber keine Verwandten. Oder beziehungsweise hatte sehr schlechten Kontakt zu Verwandten oder die Verwandten haben die wohl irgendwie fallen lassen, wie auch immer. Und da ist sie wohl hergegangen und hat gesagt, ey, hör mal zu, der Einzige, der sich die letzten Jahre um mich gekümmert hat, war dieser junge Mann und hat all ihr Hab und Gut ihm überschrieben. Sprich Haus, Geld, was auch immer, Schmuck, was auch immer sie hatte. Und ich meine wohl irgendwas um 400, 500, 600.000 Euro, irgendwas um den Dreh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mit dem jetzt seit 2, 3 Jahren kaum noch Kontakt. Und auf jeden Fall eine ordentliche Stange Geld. Das heißt, er kann mit diesem Geld oder hat mit diesem Geld seine Schulden beglichen und hat noch ein Haus geerbt und noch jede Menge Bargeld und Schmuck und was auch immer. Hat sie ihm wohl vererbt? Frag mich nicht. Wie gesagt, keine Verwandten oder schlechten Kontakt, wie auch immer. Weil er der Letzte war, der sich noch immer um die gekümmert hat. Er ist auch nicht mit den Gedanken zu dieser Oma, sondern ihm ging es schlecht, der Oma ging es schlecht, haben die wohl irgendwie sich mal kennengelernt und hat die Oma gefragt, so wie gesagt, kannst du für mich einkaufen? So kam das wohl zustande. Und worauf ich jetzt hinaus will, jetzt kommt der Punkt. Jetzt hat er ein Facebook-Profil, also ein Internet-Profil, wo er halt Kontakt zu anderen Menschen sucht und so, ne, Facebook und was es nicht alles gibt, so. Und in ein paar Jahren, wenn ihr das Video guckt, es gibt kein Facebook, dann andere soziale Medien im Internet, wo man Menschen kennenlernen kann. Und hat wohl über das Medium ein Mädchen kennengelernt oder eine Dame, die er total toll findet und sie findet ihn toll und so weiter. Und ich hatte mit ihm
vor 2, 3 Jahren irgendwie noch Kontakt und hat mir das halt erzählt. Und naja, ihr wisst, man kann die Profilbilder bearbeiten und ne, hier und da mal was wegretuschieren und und. Dementsprechend sieht er halt über sein Internetprofil noch, sagen wir mal, passabel aus. Jetzt hat sie ihm wohl damals vorgeschlagen, ja, lass uns treffen. Und ich finde, die haben auch wirklich stundenlang immer telefoniert und ja, ich will doch heiraten und und. Und er konnte sich aber mit der Dame einfach nicht treffen, weil er komplett alle Zähne am Arsch hatte und auch körperlich zerfallen war, so mehr oder weniger. Wohl auch Ausschläge und was es da nicht für Nebenwirkungen von diesen Drogen gibt. Ja, und komplett alle Zähne kaputt und so. Natürlich kann er diese Zähne machen lassen durch das Geld, was er geerbt hat. Aber das wird wohl mehrere Monate, eventuell 1, 2 Jahre dauern, bis das alles perfekt ist. Und manche Hautausschläge oder beziehungsweise andere, es gibt ja auch andere Sachen, über die ihr wahrscheinlich nicht mit mir redet, was mit seinem Körper ist. Worauf ich jetzt hinaus will, und jetzt kommen wir Richtung Ende des Videos. Ich habe ja am Anfang gefragt, was ist schlimmer? Seelischer Zerfall, beziehungsweise psychische Probleme oder körperlicher Zerfall? Und ich finde, zu 90 beziehungsweise 99% finde ich, bin ich der Meinung, es ist schlimmer, wenn du körperlich zerfällst, weil, wie in seinem Fall, es kann ein Mensch in dein Leben kommen, beziehungsweise irgendein Schicksalsschlag und deine Lebenssituation kann sich bessern. Du kannst einen Haufen Geld geerbt kriegen oder im Lotto gewinnen oder was weiß der Kuckuck oder irgendein anderes, muss ja nicht mit Geld zu tun haben. Irgendwas anderes, was dich psychisch oder geistig wieder auf Vordermann bringt und wo du wieder Lebensenergie bekommst. Aber wenn dein Körper einmal am Arsch ist, ne, das ist ja noch ein Beispiel, was noch so locker ist. So Zähne kaputt, ein bisschen Ausschlag und keine Ahnung. Relativ leicht. Es gibt aber auch Härtefälle, wo die Leute, was weiß ich, so viel Drogen nehmen oder so viel saufen, dass die Leberzirrhose kriegen, dass sie dann kurz vorm Tod stehen und was weiß ich, so viel Giftstoffe zu sich nehmen durch ihre ungesunde Lebensweise, dass sie Krebs kriegen und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, meiner Meinung nach, egal wie scheiße es euch geht, ihr solltet so eine Art Notfallprogramm in euch drin haben. Umso beschissener es euch seelisch geht, umso krasser solltet ihr euch gesund ernähren, umso krasser solltet ihr Sport machen, rausgehen. Das habe ich ja in so einem Video auch schon mal so. Das ist jetzt etwas tiefgründiger. Das hatte ich schon mal so angeschnitten in so einem Video. Umso krasser es euch scheiße geht, umso krasser solltet ihr Sport treiben, umso krasser solltet ihr euch gesund ernähren. Denn kommt ihr einmal in diese Abwärtsspirale, wo es nach unten geht mit euch seelisch, wenn ihr zulasst, dass es euch auch körperlich scheiße geht und immer mehr beschissen geht, dann habt ihr irgendwann einen Körper, was euch nicht mehr. Wie soll ich euch sagen? Ihr müsst euch euer Körper mal als ein Zuhause von eurer Seele vorstellen. Ihr könnt ja aus eurem Körper nicht fliehen oder einfach mal euer Körper durch Geld ersetzen. Und da kommen wir auch zum Fall Steve Jobs, der Mitbegründer von Apple. Der ist ja vor 1, 2 Jahren oder so, oder 3 Jahren, 1, 2 Jahren ist er doch verstorben. Und er war einer der reichsten Männer der Welt. Und eines der Dinge, die er gesagt hat, ist: Ihr habt was, ich habe was, was ihr alle wollt, und das sind die Milliarden an Kohle, was ich habe, und ihr alle habt, was ich will, nämlich Gesundheit. Und mit all meiner Kohle kann ich mir diese Gesundheit nicht kaufen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Körperlicher Zerfall ist auf jeden Fall, finde ich, immer zu vermeiden, egal wie scheiße es euch seelisch geht. Wir sehen uns. Bis demnächst. Ciao.